die Universität rein. Aus dem Auditorium. Ah, da sind Sie ja, Fräulein Walker. Gut, gut. Nehmen Sie bitte schnell Platz. Ich möchte beginnen. Und eine motivierte Zuhörer und eine Penner. Liebe Studenten, ein völlig neues und vor wenigen Stunden noch unvorstellbares Element hat es mir nun endlich ermöglicht, meine Vorlesung über das geheimnisvolle Volk der Jukols abzuschließen. Licht bitte. Die Jukols sind ein kaum erforschtes Volk des hohen Nordens. Sie leben in einer weit abgelegenen, eisigen Region im nördlichen Sibirien. Die geografische Entfernung und die extrem klimatischen Bedingungen sind sicherlich der Grund dafür, dass sich die Forschung bisher nur wenig mit den Jukols befasst hat. Die wenigen Dias, die Sie gleich sehen werden, sind in der Tat die einzigen Dokumente, über die wir verfügen. Die Skizzen und Fotos wurden vor rund 100 Jahren von einem russischen Forscher realisiert, dem wir heute einen Großteil dessen verdanken, was wir über das Volk der Jukols und dessen Kultur wissen. Wir wissen, dass die Ursprünge der Jukols in die letzte Eiszeit zurückreichen. Interessanterweise gibt es auch in Westeuropa Spuren ihrer Kultur, genauer gesagt in vorgeschichtlichen Höhlen tief im Herzen der Alpen. Daraus kann geschlossen werden, dass dieses Volk im Laufe der Jahrhunderte eine lange Wanderung in den extremen Norden unseres Planeten unternommen hat. Der Grund hierfür liegt auf der Hand. Die Jukol-Kultur beruhte ausschließlich auf den Mammuts. Das waren Reit- und Lasttiere und sie lieferten gleichzeitig Fleisch, Haut, Fett und Elfenbein. Es handelt sich hier um eine perfekte Symbiose zwischen Mensch und Tier. Als die Mammuts aufgrund der klimatischen Veränderungen in andere Gefilde auswandern mussten, sind die Jukols ihnen also bis in den hohen Norden Sibiriens gefolgt. Bestimmte Höhlenmalereien, die als Jukol-Malereien identifiziert wurden, ließen bereits die Hypothese zu, dass es den Jukols gelungen war, die Mammuts zu zähmen. Sie sind in der Tat unserer Kenntnis nach das einzige vorgeschichtliche Volk, das Darstellungen eines auf einem Mammut reitenden Mannes hinterlassen hat. Heute wird meine Hypothese durch diese Puppe aus echtem Mammutleder, die ich nach eingehender Untersuchung in die Jungsteinzeit datieren konnte, bestätigt. Den Vorfahren der Jukols war es tatsächlich gelungen, die Mammuts zu zähmen. Denn der vorgeschichtliche Mensch stellt nur das dar, was er aus eigenem Erleben kennt. Davon zeugt auch dieses kleine, vertraute, ja, alltägliche Objekt. Ein Spielzeug der Jukol-Kinder. Entschuldigung. Das Leben der Jukols war also eng mit dem des Mammuts verbunden. Aus dem Fell wurden nicht nur die Kleider, sondern auch die Dächer und Mauern der Häuser hergestellt. Die Stoßzähne bildeten die Struktur der Behausungen und dienten der Herstellung von Waffen, Werkzeugen und Schmuck. Erstaunlich ist, dass sich mit dem Aussterben der Mammuts vor 12.000 Jahren die Lebensweise der Jukols nicht sofort geändert hat. Es scheint, als habe sich die enge Bindung zu den Mammuts noch über die Jahrtausende hinweg fortgesetzt. So erstaunlich dies auch sein mag, die Jukols haben sich bis zum Anfang dieses Jahrhunderts weiterhin von Mammutfleisch ernährt, Kleidung und Zelte aus dem Fell von Mammuts angefertigt und zahlreiche künstlerische Objekte aus Mammut-Elfenbein geschnitzt. Wir können also davon ausgehen, dass die Jukols es über Jahrhunderte hinweg verstanden haben, die große Anzahl toter Mammuts, die in einem perfekt erhaltenen Zustand im gefrorenen Boden Sibiriens ruhten, als Ressourcen zu nutzen und so ihre traditionelle Lebensweise fortzusetzen. Es sieht so aus, als hätten die Jukols über fast 3000 Jahre hinweg von dieser riesigen Speisekammer gelebt. Obwohl dies plausibel erscheint, so herrscht zugegebenermaßen unter den Wissenschaftlern über diese Erklärung keinesfalls Einigkeit. Wir sind nach wie vor auf Mutmaßungen angewiesen.
In Ermangelung wissenschaftlicher Erkenntnisse müssen wir uns zum augenblicklichen Zeitpunkt mit den versponnenen Geschichten zufrieden geben, die von den Yukol-Schamanen überliefert werden. Die Universität, die zu vertreten ich die Ehre habe, misst all diesen Mythen und Legenden selbstverständlich keinerlei Wahrheitsgehalt bei. Die Geschichten müssen als das gesehen werden, was sie sind. Märchen, die lange sibirische Nächte verkürzen sollen. Die Legende von der Elfenbeinarche Siberias ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür. Sie können sie in dem kleinen Heftchen nachlesen, das ich unter Ihnen verteilen lasse. Laut dieser Legende existieren zum heutigen Zeitpunkt auf einer Insel irgendwo im Norden Sibiriens lebende Mammuts. Eine Art Überbleibsel aus der Eiszeit. Eine kleine Population, die dank der Yukols die letzten 12 Jahrtausende auf wundersame Weise überlebt hätten. Die Insel, auf der die Mammuts leben sollen, wird in der Legende Siberia genannt. Ich möchte all denen, die versucht sind, dieser absurden Geschichte Glauben zu schenken, nur eins sagen. Die Insel Siberia ist auf keiner Karte verzeichnet und die Existenz lebender Mammuts im 21. Jahrhundert entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Die Yukols gehörten leider zu den ersten Opfern der intensiven Kolonialisierung Sibiriens durch die Russen im 20. Jahrhundert. Das System der Kolchosen und Sowjosen sowie das Prinzip der Ausbeutung, Menschenverachtung und Erniedrigung führten zur definitiven Umwälzung der traditionellen Lebensweise der Yukols. Seit dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes steht die Yukol-Bevölkerung vor den gleichen mit der politischen Desorganisation einhergehenden Problemen wie alle anderen Bevölkerungsgruppen Sibiriens. Das hat zwei Konsequenzen. Manche Yukols haben sich definitiv ihrem Schicksal ergeben, ihren Traditionen vollständig entsagt und sind mit der russischen Bevölkerung verschmolzen. Andere wiederum setzen alles daran, ihre jahrtausendealte Kultur, die sie unter dem kommunistischen Regime hatten aufgeben müssen, wieder aufleben zu lassen. Die letzten echten Yukols sind in die weiten Territorien ihrer Vorväter zurückgekehrt. Niemand weiß, wo genau sie leben und wovon. Ihre Existenz selbst könnte angezweifelt werden, wenn sie nicht hier und da an den entlegensten Fellhandelsplätzen der Tundra auftauchen würden, um ein paar Mammutstoßzähne gegen bestimmte lebensnotwendige Produkte einzutauschen. Hier endet meine heutige Vorlesung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Fräulein Walker, Sie können Ihre Mammutpuppe in meinem Labor abholen. Sie finden dort außerdem eine Kopie meiner Vorlesung, falls Sie diese benötigen. Ja, perfekt. Habe auch nochmal eine kleine Theoriestunde hier erlebt. Aha, die gehen da durch die Tür. Mal sehen. Und der Pferd noch immer da. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Komm auch schnell Student rein, ne? Gut ist. Was möchten Sie denn wissen? Hätten Sie Lust, Hans Vorarlberg wiederzusehen?
Sie könnten mich doch eigentlich begleiten und mir helfen, ihn zu finden. Das meinen Sie doch nicht ernst, junge Frau. Ich bin doch viel zu alt für solche Abenteuer. Ach, schade. Ich möchte Ihnen zu Ihrer Vorlesung gratulieren. Sie hatten recht, es war hochinteressant. Ich hätte nie gedacht, dass mich ein paar Mammuts so fesseln könnten. Dabei kennen Sie jetzt erst einen winzigen Teil Ihrer Geschichte. Wenn meine Vorlesung bei Ihnen den Funk der Leidenschaft geweckt hat, bin ich allerdings sehr stolz. War Hans Vorarlberg mit Ihrer Theorie über die Yukuls und die gezähmten Mammuts einverstanden? Wo denken Sie hin? Hans war absolut kein Wissenschaftler. Er war von dem Gedanken besessen, heute noch lebende Mammuts finden zu können. Eine extravagante Hypothese, finden Sie nicht? Sie glauben anscheinend nicht daran. Die Mammuts sind vor mehreren tausend Jahren ausgestorben, so viel steht fest. Die einzigen Mammuts, die man heute in Sibirien findet, sind eingefrorene Mammuts. Wissen Sie, wohin Hans nach seinem Aufenthalt in Barockstadt gegangen sein könnte? Nein, aber es würde mich nicht wundern, wenn er sich auf die Suche nach dem Volk der Yukols gemacht hätte. Oder was davon übrig ist. Die Ankunft in Barockstadt ist bei... Sie sind mit... Ja? Oh, Sie... Nein. Eine... Oh. Und ich muss jetzt... So, ich glaube, wir können jetzt weiter und nochmal einen Zug mal aufdrehen. Zum Zug. Und die Mama Bob. Allein einsteigen. Auf diese perfekt dafür platzierte Plattform. Also Auffindemechanismus. Sind wieder betriebsbereit. Oh, anrufen. Hallo? Wo bist du? Hallo, Dan. Ich bin in Barockstadt. Barock was? Eine Stadt? Dort lebt wohl der Mann, den du suchst. Kommst du bald zurück? Nach dem, was ich bisher gesehen habe, ist es eher eine riesige Universität mit einem wunderbaren Volierenbahnhof. Das müsstest du sehen. Überall Bäume und Vögel. Ganz sonderbar. Ich frage mich, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Besichtigungstour ist. Und? Kommst du bald zurück? Ich glaube nicht. Weißt du, der Zug, mit dem ich reise, hat ein mechanisches Problem. Deshalb mussten wir hier anhalten. Wir? Reist du nicht allein? Wer begleitet dich? Oskar, der Zugführer. Interessierst du dich auf einmal für Mechaniker? Dan, sei doch nicht albern, bitte.
Oskar ist ein Automat, den dieser Herr Vorarlberg, die Person, die ich suche, erfunden hat. Kein gewöhnlicher Automat. Er hat was von einem englischen Butler, wenn du verstehst, was ich meine. Und ziemlich pingelig ist er auch. Kate, ich habe langsam genug von deinen verrückten Geschichten. Es wird Zeit, dass du zurückkommst. Meine Mission ist noch nicht beendet. Zum Teufel mit deiner Mission. Du hättest sie nie annehmen dürfen. Wenn du dich weiter mit Routinefällen befasst hättest, wäre für uns jetzt alles einfacher. Wie denn für uns? Darf ich dich daran erinnern, dass ich es bin, die hier Probleme hat? Während ich versuche, ganz alleine diese immer neuen Situationen zu managen, sitzt du gemütlich zu Hause und trinkst deinen Whisky. Du warst doch damit einverstanden, dass ich fahre. Es war ja auch nur von 2-3 Tagen die Rede, Kate. Warum versuchst du nicht, mich ein wenig zu verstehen? Dich verstehen? Zu allem Überfluss soll ich jetzt auch noch dich verstehen? Und was soll ich verstehen, bitte? Dass der Herr sein kleines Spielzeug vermisst? Also, jetzt reicht es. Mehr will ich gar nicht hören. Ruf mich an, wenn du dich wieder beruhigt hast. Ich bin völlig ruhig. Du bist es, der mich aufregt. Ich hätte lieber ein paar aufbauende Worte gehört als deine Vorwürfe. Du bist schrecklich egoistisch. Du bist hier der Egoist. Die Beziehungsprobleme, lass knacken. Zurück. Es bringt nichts. Alles in. Ja, Kate Walker, ich warte. Wenn Sie mir diesmal wieder sagen, dass noch etwas fehlt, Oskar. Alles ist in bester Ordnung. Nehmen Sie Platz, Kate Walker. Wir fahren los. Na prima. So, und... Es geht vorwärts. Geschlossenes Tor, würde ich sagen. Rausgeschrieben, vermute ich mal. Ah, Kapitel 4. Aber wo erst es entkommte. Was machen Sie denn da, Oskar? Kate Walker. Ein jeder muss sich an die Regeln des Schienenverkehrs und an die Zollbestimmungen halten. Oskar, denken Sie nicht, es ist an der Zeit, mit diesen Kindereien endgültig aufzuhören? Um durch die Mauer zu gelangen, ist eine Durchfahrtsberechtigung erforderlich, Kate Walker. Und wissen Sie nicht zufällig, wo ich ein solches Dokument bekomme? Es gibt mit Sicherheit eine Instanz, der die Mauer untersteht und die befugt ist, ein solches Visum auszustellen. Ach, okay. Nun gut. Also dann bist du... Ja. Ach, Gott, sich die Tür verdrückt, jawohl. Das bringt... Ah, je.